Es wird so traurig, ich sag's euch. Ich bin so richtig, richtig angepisst, ich sag's euch. Nachdem ich gestern meinem Kumpel an meinem Hals Asyl gewährt habe, waren hier ja alle in voller Aufregung. Am Abend war es dann endlich soweit und sie wollten uns trennen. Da Mama sich aber so stark ekelt, ist Oma extra vorbeigekommen, um dieser Freundschaft endlich ein Ende zu setzen. Oma hat jahrelange Erfahrung mit Zecken, denn sie hatte schon sehr viele Katzen in ihrem Leben. Die alte Butterbirne ist ein Profi darin, Freundschaften zu zerstören. Sie kam auf mich zu, setzte eine Zeckenzange auf meinen Freund und hat ihn einfach abgerissen. Danach hat sie ihn auf den Boden geworfen und draufgetreten. Sie schrie: "Dein Leben ist nun beendet, du scheiß Kerl." Ich fand das alles nicht so lustig, denn mein Freund, der auch einen Namen von mir bekommen hat, war jetzt nur noch Matschepampe. Ich habe ihn auf den Namen Bernd getauft. Ich war dann gestern richtig wütend auf Oma. Sie wollte mich nach der Opferung streicheln, aber das habe ich nicht zugelassen. Ich habe mich dann ganz schnell aus dem Staub gemacht, um mir draußen direkt einen neuen Freund zu suchen. Vielleicht suche ich mir sogar mehrere, um eine längere Freundschaft zu genießen, denn meine Menschen sind ja richtig radikal böse. Haben eure Katzen auch so tolle Freunde wie ich? Schreibt es mir rein. Küsschen aufs Nüsschen.